sag ich doch, das ist mega kacke. Die Steuerung kannst du ändern, indem du auf Guide-Taste drückst, dann auf Star Wars Battlefront Start drücken und dann auf Schließen, dann macht er die Pro-Steuerung. So, wir starten mit einem der monumentalsten Intros der Kraken. Fucking Plants vs. Zombie angegeben. Voll im Top Gun Feeling der 90er, Alter. Rauschen hier die neuen Super Freaks über den Bildschirm. Keine Ahnung, wie Toaster und ich jetzt auf die Idee gekommen sind, Higgins zu zocken. Plants vs. Zombies. Aber jetzt ist mir auch gerade meine Kippe verloren gegangen. Und fackelt gerade meine Mission Impossible N64 Hülle ab, ey. So geht's ja nicht. Bam. Wir sind am Start und ich flitze zurück in die Party, aber den Einstieg wollte ich ja mal gerade ohne Toasters Geblubber an den Start bringen. Ende vom Lied ist, auf geht's, Alter. Party starten, nee, das war falsch. Runo Momento, kurz hier wieder raus, bei Toaster rein, wird schon alles schief gehen. Ich glaube, der lädt sich da unten eh noch im Kopf und Kragen, ne? Dementsprechend, düp, düp, düdeli, düp, düp, düdi. Beitreten, Partäten und mich hat kickt. Hallo Toast. Ihr könnt gerne holen Knöpfe in der Party an euren Stimmen. Jo. Ich glaube, das ist bei mir an. Ja. Düdli, lüb, düb, düdli. Ist arg für ein Stylish jetzt mittlerweile am Start. Mein Gott, ey. Sieht aus aus den guten alten 90ern. Wir sind mittlerweile auch auf so einem Piff-Server einmarschiert, Alter, was Ragnarok, die neue Karte angeht. Da ist die Performance echt geil und so ein Scheiß. Okay. Dass ihr irgendwann mal wieder Lust kriegen solltet, euch arg zu widmen und mit einem riesigen Greif durch die Gegend fliegen wollt, dann wendet euch an mich, ihr Lieben. Kann ich dich einladen? Ich, Schlaumeier, hab ja meine Freundin überhaupt erst an Ark angefixt, Alter, sodass das Hand in Hand gehen kann, was mir aber mittlerweile zum Verhängnis wird. Wobei, relativ. Ja. Da wurde direkt, Alter, die Tribe gekapert, von der Frau. Das geht gar nicht. Das zum Thema tieffliegende Pantoffel. Aber gut. Mausi könnte ich auch theoretisch sogar einladen und die könnte mit Plants vs. Zombies zocken und das ist ja recht einfach gehalten. Eigentlich müsste die da vielleicht ja sogar drauf klarkommen und das könnte echt lustig werden. Aber gut. Ich bin auch bei dir beigetreten. Check mal ab, was über WhatsApp geht. Ist das so? Läufst du jetzt bei mir hier in der komischen Plants vs. Zombie Hauptzentrale bei den Zombies rum? Tatsache, Alter. Ging da nicht, Alter. Das ist neu. Hammer! Ich bin natürlich mit meinen standardmäßigen All-Star unterwegs, Hm. Wo kann man denn eigentlich irgendwas machen? Hier können wir zu den Pflanzen rüber. Da ist mein absoluter Liebling ja eh noch die Erbsenkanone und die Sonnenblume. Was haben wir hier eigentlich, Toaster? Es gibt doch auch so kleine Einzelspieler- und Koop-Missionen mittlerweile. Weg von diesem Horde-Rotz, oder nicht? Genau. Ja, es gibt Aber wie funktioniert das denn relativ? Am meisten gespielt, meiste Abschüsse. Ja, mein All-Star ist auf jeden Fall das A und O. Hier, da vorne leuchtet noch was. Ich guck mir das mal an. Wie rennt man denn hier? Hier haben wir die Mitwirkenden. Kind, Alter. Auf Y läuft. Ich hab nicht mal genug Kohle. Stickerheft. Interessant, Alter. Hier kann man sehen, deine Sammlung, was du hast. Du hast aber Spiele. Ja, absolut. Woher willst du das denn wissen, du Arschloch? Ich hab ja noch 54 und du bist. Ey, jetzt muss ich aber mal gerade sagen. Nee, doch, hier ist eigentlich alles relativ dabei, leider, was ich besitze. Ey, bei den Pflanzen sieht das sehr viel besser aus. Aber gut, hast du schon einiges an Plants vs. Zombies 2 gezockt, Toaster? Ja, oder? Ich bin doch 54 Level. Drück mal Backtaste. Echt, Mann? Weißt du, heftig, du Psycho. Krasser Scheiß. Hier draußen laufen Zombies rum, das sind unsere Bros und so, ne? Ja.
Ich wollte aber erstmal gucken, was von noch anderen coole Zombies ich hab. Komm Jojo, wir gucken mal unsere Zombies an. Hier, warte, hier, Alter, hier. Ich lade jetzt voll dreist mein Vibe zum Spiel hier ein, aber die ist gar nicht online, das gibt's ja gar nicht. Ich dachte, die wäre ein bisschen Amazon am Abchecken, aber da ist sie wahrscheinlich mit dem Hund oder so vor der Tür. Aber gut, lass doch mal gerade hier so ein fixes Online-Match starten oder sonst irgendwas machen. Charakter auswählen. Ja, 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 Charakter. Ist eine Ansage. Guter Mann. Ich hab Soldaten so gut wie. Dieser Super Brains, Alter, der geht auch richtig klar, ja? Ich hab Parkwächter. Ende vom Lied ist, hier können wir, glaube ich, losstarten, ne? Multiplayer-Portal. Multiplayer. Und der nächste Film, Film in Sat 1 ist Türmatte. Ey, bist du denn jetzt auch irgendwie in meiner Gruppe dabei? Nehme ich an, ne? Gemischter ich Modus, Revierübernahme. Teamsieg. Erledige deine Gegner, um den Kampf zu gewinnen. Das ist einfach nur Dingens. Gartenzwergbombe ist auch lustig gewesen aus dem Dingens. Was ist denn dieser krasse, oldschoolige Plants vs. Zombie-Modus, wo man sich Stück für Stück durch die Karte geballert hat, Alter? Weißt du, was ich meine? Revierübernahme, ne? Genau, die ultimative Schlacht um Suburbia. Okay, Baby, komm mal zu mir hier. Ich glaube, wir müssen in das Tor einmarschieren. Los! Ja. Go, go, power up, Zombies. Bester Spielpartner wird gesucht. Läuft. Und wird schon schief gehen. Anscheinend spielen schon viele Leute. Und da sind nochmal neue Karten rausgekommen. Es sind so viele Karten schon bei Pflanzen gegen Zombies. Es könnte sein, du hast das wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr drin gehabt, ne? Es ist wieder soweit, der nächste Schwung. Frischer Zombie-Missgeburt. Erbsen fehlt mir nur zwei Stück, sonst habe ich so gut wie alle. Ey, ich nehme auf jeden Fall mein Sonnenblümchen, Erbsen. Alter, und davon den Schattenjigger. Sonnenpharao habe ich noch da gekriegt und es fehlt einiges, muss ich sagen. Aber gut, ich gehe mit meinem Schattenblümchen, Alter, an den Start. Wobei die Standard-Sonnenblume einfach zum Verlieben ist, Alter. Dann kannst du hier erst mit deinem Wo bist du denn, Alter? Cool, dann kann ich dir auch gerade mal meinen Strahl hier reindrücken und auf geht's. Was bist du denn für ein verschissener Wikinger-Maiskolben, ey? Das ist ja der Hammer, ey. Das ist ja der In der Wikinger-Maiskolben, ey. Okay, läuft. Ey, schießt du auf irgendwas, was feindlich ist? Nee, ne? Ich hab hier gerade echt nicht die Orientierung. Da vorne, okay. Vorne. Da kommt auch so ein kleines Etwas auf uns zugerannt. Ah, anvisieren können wir auch und eigentlich ist das Ding auch richtig zielkräftig. Und müssen wir eigentlich verteidigen oder angreifen? Das ist ja mal echt andersrum, sonst erobern. Waren ja immer nur die Blumen, Alter, am Verteidigen vor den Zombies. Wie es eben auch im oldschooligen Handy-Film und so weiter der Fall war. Die All-Star-Villa. Nicht schlecht, haben wir völlig überrannt, die Typen, ey. Ey, was für stylische Viecher hier durch die Gegend. Also richtig gut, ey. Oh, von links kommt irgendwas. Ja. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss hier auch mal gerade eine kleine Sonnenblume hinstellen. Wo bist du denn, Tatsache, Alter? Das ist so Alter. Geil, ey. Hier kann man sogar wiederbeleben. Warum bist du denn jetzt weggespawnt, du Spast? Ich würde wiederbelebt von einem anderen. Ja? Ja, okay. Von... Das lasse ich dann mal gelten. Ich bin der Einzige, der dich aufzuheben hat. Ich bin deine Sonnenblume. Ich bin dein Schatz. Da hat es irgendeinen umgehauen, den hebe ich jetzt auf. Das geht auch sehr viel schöner und schneller als in fucking Fortnite, was wir ja heute noch drin hatten. Alter, Alter, jetzt wird's aber auch ein bisschen haarsträubend. Ey, richtig gut, die haben da jetzt den Zweier-Modus drin, Alter. Und ich und Toaster heute ein bisschen... Effekte geschoben. Geilo, ich bin wieder auf voller Energie. Ich liebe mein Sonnenblümchen. Läuft richtig. Okay, bis jetzt kriege ich noch nicht so viel tot geschossen. Da habe ich gerade noch mal wieder einen erwischt. Und ich könnte mal hier irgendeinen anfixen, nicht Idiot.
kam eine Doktor, der hat mich platt gemacht. Boah, dich mache ich auch noch weg. Ey, habe ich gesehen, wo ein bisschen am Chillen da. Ja, du wirst aber auch schon wieder geil, aufgehoben. Ja. Sehr schön. Das ist so geil, wie schnell hier die Wiederbelebung funktioniert, ey. Ja, absolut, ey, das Leute, macht mich auch schwerst an. Und ich muss auch sagen, es ist eine Schande, dass wir jetzt erst damit wieder anfangen. Es macht so einen Bock direkt. Es ist einfach mal wieder was ganz anderes. Und das war es schon immer, ey. Macht mich tierisch an, das Teil. Ey, da ist so ein kleiner Knüppelwichser, ey. Fall um, du Hurensohn. Ich hab ihn, Alter. Richtig gut. Ich bin auch mit diesem Maiskolben bei Level 9. Ist das so? Ich hab keine Ahnung, was ich mit den... Dunkle Energie, 25, ich glaube, das ist meine Munition. Über ne? dein unten links. Ah, auf der Hälfte von Level 2, also bin auf dem Weg zu 3. So. Levelt der auch pro Charakter, Alter? Pro also ich meine jetzt nicht mal Sonnenblume, auch, sondern ja. auch deren verschiedene Skins, ey? Ja. Ah, interessant. Die haben verschiedene Skins. Was bringt das letztendlich? Du schaltest dann nochmal so Spezialfähigkeit, so eine... Also bei mir ist das, dass ich weiter springen soll oder höher springen soll, halt solche. Ja. Aber nicht so überpowerte Sachen. Nur so kleine Sachen. Aber die... Ich glaube, ich kann das auch schneller als Sonnenblume, also die aufheben, wie ihr, ne? Ja, mit Sonnenblumen kannst du schneller aufheben. Lol. Ja. Ich stelle euch hier mal eine Heilungsdingens hin. Alter, der scheiß verfickte Dreckswissenschaftler kam auf mich zugedasht, ey. Ich bin auf jeden Fall am Boden. Mal gucken, ob mich einer aufgehoben kriegt. Ja, bin das dabei. Sieht sogar ganz gut aus. Richtig gut. Das dauert richtig lange bei euch, sogar im Vergleich zu ja, mir. Aber läuft. Ja. Ich hau euch als Dank hier ein kleines Sonnenblümchen. Heiler. Ja, ja. Alter, da kommt der dicke Ingenieur und ich bin schon wieder im Arsch. Ich bin schon wieder im Arsch. Der kommt mit seinem Super Utility Mac, Alter, um die Ecke gelaufen. Richtig cool. Jetzt respawnen, weiß ja nicht genau. Ich werde schon wieder aufgehoben. Ich werde dann gleich auch aufgehoben. Ja, komm zu mir. Sehr schön. Von dir. Wo bist du denn? Ja, ja, alles cool. Haben wir, das geht so fix, ey, richtig gut. Ich bin nicht mal einmal. Okay, weiter geht's im Programm. Ey, wir marschieren hier auch durch. Ich wollte auch gerade sagen, ich bin nicht einmal in den Arsch gegangen bis jetzt. Das ist aber auch neue Karte. Ich habe auch. Warte mal, den muss ich. Guck mal hier, was. So ein Dreckswissenschaftler. Komm zu mir, ey. Komm zu mir. Warte, ich habe auch noch meine Ulti. Scheiße, die habe ich verschwendet ein bisschen, aber egal. Ja, heb den mal auf, Mann. Warte, ich mach schon. Hier, komm mal zu mir, scheißegal, wir müssen okay. ein bisschen Karte gucken. Ja. Soll ich dir jetzt... Wie geil, ist denn, Mann, da vorne? Hier. Okay. Ja. Komm mal, was ist jetzt denn los? Ey, Hammer! Richtig gute Optik, oder nicht, Alter? Ja. Das ist das Ding, man könnte so grandios ausschauen, der alter Banjo-Kazooie, Jump'n'Runs, wieder so kinderleiker, kranker Scheiß, auch wie Konka machen mit der Optik, der Current Gen. Ihhh, du Missgeburt, es liest! Stirb! Ey, richtig gut, Alter. Ich dachte, du schießt gerade auf mich. Hier laufen Typen rum, Mann. Also Wissenschaftler-Wichser und so ein Kram. Ich hau uns hier eine Pflanze. Ah, der hat mich. Ich hab den umgebracht. Jo. Fuck, ist das ein Feind? Ja, das ist ein Feind. Und ich bin auch im Arsch, Alter. Schade. Kommt hier, nee. Jetzt kommt wirklich keiner. Jetzt respawnen. Da wird auch nicht angezeigt, ob irgendjemand in der Nähe mal rumwuselt, ne? Ist auch nicht. Bin nochmal neu gespawnt. Wechsel ich mal den Spielcharakter? Nee. Oh, Digga, das bist du nicht. Das ist irgend so ein... Was ist mit dir denn nicht in Ordnung? Der kippt einfach immer aus den Latschen. Ich glaube, der hat das Spiel verlassen, ja. Was ist das denn hier eigentlich? Pflanze ziehen, Pusteblume. Keine Ahnung, was das bringt, mache ich mal. Aber das ist auch wieder... Hammer, wie die bescheuerte Bohne durch die Gegend rauscht. Wie viele Karten hast du denn da schon am Start, Olli, Alter, bei der Beta? Ich glaube, nur einer. Also in dieser großen Modus. Ey, beamt sich, Alter, die Missgeburt auf mich zu. 2-1. Also, wie viele Modus hast du denn, ne?
Könnte mich mal jemand aufheben. Okay, das ist geil, Alter. Aber spielt alles auf dem Naboo-Ding, ne? Oldschoolig Episode 1. Richtig gut, ey. Mal schauen, wie die Optik ist, Alter. Zum Verlieben auf der E3. Mal schauen, wie es downgegradet werden musste für die scheiß Xbox, ey. Ich glaube, ich nehme mal auf. Ja, glaube ich. Hast natürlich einiges an Kantenflimmern und so ein Scheiß sicher noch mit dabei. Ne? Scheiße. Egal, ich kann ja einfach hier chillen. Tatsache. Richtig gut. Und was ist passiert? Haben wir verkackt oder was? Wir haben verkackt. Echt, Alter? Kam mir so gut vor. Okay, letztes Bueno. Ich ernähre mich den ganzen Tag nur von komischen Kinderbuenos hier und Weingummi-Shit. Überhaupt Sache. Guck mal, diese Maiskolben, wie geil der aussieht, ey. Und der Käse auf. Alter, da links, ne? Wir sind hier aber auch verspätet ins Match reingeworfen. Ja. Das muss man uns lassen. Coole Statistik. Bin ich nirgendwo erwähnt, weil so scheiße bin. Du bist sogar über mir. Du hast 6 Kills. Ich habe 7 Kills, aber du hast mehr Heilung gemacht. Deswegen mehr Punkte. Ja, weil ich das Sonnenblumenglück mit aufs Schlachtfeld bringe. Jetzt sind wir diese Dings, ey. Mit den Münzen hat man Stickeralben gekauft, ne? Ja. Muss ich gleich mal gucken. Gönne ich mir 100 pro mal. So ein Komplett-Charakter oder so. Das kostet, jetzt sind wir Zombies. Interessant. Hier. Ich habe 36.000, glaube ich, auf Tasche. Perfekt. Ich weiß nicht, welchen fucking All-Star ich mal nehmen soll. Ich steig da nicht mehr durch. Rugby habe ich, Wrestling. Zum Einspielen nehme ich jetzt den Standard-Wichser. Hilft nichts. Hammer. Der komische Doktor hat immer diese Heilungsdinger ausgespuckt, ne? Ja. Also diese Brunnen. Ja. Der war der Heiler. Der den hole ich mir, Alter. Das ist mein Kill. Richtig gut, Alter. Wieder abgehen. Alter, ey, was hier ein Frontkrieg. Ey, fahr einfach zur Hölle, du verficktes kleines Missgeburtenkind. Und diese Chili con Carne Bomben sind auch immer ganz gefährlich gewesen, ey. Ja. Sonnetoaster flippt hier richtig aus mit seinem Pixelfratzenkind, ey, Hammer. Hinter uns. Alter, da sind diese Bretter von. Okay, ich bin dabei. Ich darf nicht vergessen, dass ich auch meinen kleinen Kicker hier habe, Alter. Hier, dadurch kommen die Wichser ganz so. Was machen wir eigentlich? Verteidigen, wegschießen? Wir müssen da verteidigen. Das ist interessant. Wo müssen die denn hin? Da vorne, okay, läuft. Hinter uns schon wieder? Nee, alles cool. Ja, ja, okay, ich hab's gesehen. Diese Erbse schon wieder. Komm, verreck, du Missgeburt. Sehr schön. Ich hab nur noch 41 und dann hat's mich gesprengt, ey. Leck mich doch. Nee, nee. Ich wollte dich gerade retten, Alter. Eigentlich hätte ich weggehen müssen, dich liegen lassen. Aber wir sind leider Bros. Aber gut, alles cool. Jetzt respawnen ist eine Ansage. Dip, dip, doodly, lip, dip, doody. Yeah, yeah, das waren die ganzen Tanzmoves auf dem Steuerkreuz, ne? Gab's da noch irgendein Geheimnis? Was geht denn bei dir ab, Digga? Ja, da war richtig viel los. Ey, ich hab voll die Optik, Alter. Das sah aus, als wenn da eine Ziege auf so einem Roboter-Jetpack durch die Gegend fliegt. Ey, das ist eine Ziege, Mann, oder nicht? Ein Roboter-Ziege, die hier durch die Gegend fliegt. Was ist das zur Hölle? Heftig! Das hab ich noch nie gesehen. Der
hier, Mann, fress den, ihr Wichser! Was mein Charakter kann. Alter. Komm mal hier, jetzt siehst du meinen Charakter. Jetzt, guck mal, Mann, jetzt habe ich Telefonat. Baller hier Leute weg, Mann, ich kann jetzt hier nicht mehr irgendwas angucken! Das guck mal, was ich jetzt bin. Ich bin jetzt dran. Ey, das warst du vorhin auch, Alter, diese komische Roboterziege, oder was? Nee. Okay, Leute, dann bin ich verwirrt. Oh, ja, kann ich. Alter, ne Chili-Bombe. Arriba, arriba. Andale, andale, Mami. Ja, ja, oh, oh. Alter, da ist dieser komische Mandarinenball. Und da vorne liegt einer. Den nehme ich auch. Oder auch nicht. Das ist aber verkackt. Wir können auch hier noch die Dinger aufbauen, ne? Das ist aber auch wieder Verbrauchsscheiße, ne? Wenn ich so einen Samen, der geht über die Levels hinaus, ne? Und die kriegen nur aus den beschissenen Alpen und so einen Kack. Ja. Ey, jetzt baue ich mir das Ding direkt vor die Nase. Ich habe noch 4 Energie und ich bin im Arsch. Heb mich auf. Ich bin nach hinten geflogen. Juhu! Würde weggefressen. Würde mal die Banale. Dort Keila, ne? Okay, läuft, läuft. Was ist denn hier am Abgehen, Mann? Ich sehe nichts mehr. Alter, irgendwas Giftiges schießt auf mich ein. Echt ungesund. Verpisst euch. Verpiss dich, du Hundesohnkind, Alter. Ich wurde in eine Ziege verwandelt. Ich wurde in eine beschissene Ziege verwandelt. Ey, das ist der Hammer. Das Spiel ist so fucking epic, Alter. Richtig gut. Ja, die können dich in irgendwelche Viecher verwandeln. Da vorne ist so ein Kolbenkopf, Mann. Mal gucken, wie weit der fliegt, mein Süßer. Fuck, was hat mich jetzt instant killed, ey? Das war das Pimp My Mais. Ich kann dich vielleicht wiederbeleben. Ja, auf jeden Fall, Alter. Unser kleiner Pixel-Toaster ist unser Mann. Er macht so, seine Augen kneift er so zu. Ey, hier, Mann. Fress meinen Dingens, ey. Andi, da ist noch ich bin weg. Ich bin weg. Ich chill meine Basis. Ach, da. Ich bin weg, ey. Lasst mich alle in Ruhe. Scheiße, scheiße. Ich hab nur noch 39. Die wollen mich. Highway to... Ich hab das Ding umgebracht, Mann! Ich hab noch 8 Energy, ey! Hier, fress das! Kann mich mal irgendwas heilen oder so, ey? Ist ja der Hammer! Da kommt direkt erstmal so eine beschissene, fleischfressende Pflanze um die Ecke gedackelt, ey. Unmöglich, unmöglich. Aber gut, wir spawnen mal wieder zurück. Ich glaube nicht, dass mich jemand aufhebt. Und ich wechsle auch, glaube ich, gleich mal die Type. Was geht ab, Digga? Ja, ich muss mal meinen Stromroboter jetzt bestellen. Ich stelle von hier mal. Ja, Mann, Daumen hoch, Digga, Alter. Ey, krasser Scheiß, ey. Ist das deine Special Attack, Alter? Ja. Ist sie von Character zu Character Skin anders oder was? Weil eigentlich bist du doch so ein fetter Roboter-Mac, ne? Ist Character zu Character anders und jeder Charakter hat auch seine eigene Waffe und so, ey. Der hat diese Laserstrahle. Hammer, da ist ein Ball am durch die Gegend fliegen. Ich will mit dem Ball spielen. Ich bin ein beschissener Footballspieler, Mann. Jetzt habe ich ihn kaputt gemacht, ey. Ich habe kaputt gemacht. Okay, aber alles cool. Der ist hinter dem Häuschen versteckt, die alte Drecksau. Den gehen wir uns holen. Ey, da kommt so eine beschissene Dreckspflanze an und schluckt mich erstmal ein ganzes Stück hier runter, ey. Das ist so asozial. Ich darf denen nicht den Rücken zeigen. Das vergesse ich leider hier. Nach zig Millionen Jahren, die wir Plants vs. Zombies nicht mehr gezockt haben. Da kommt Piratenkalle um die Ecke. Okay, läuft richtig. Hier, Mann, fress den, ihr Missgeburten, erstmal. Ich nehme auch einen anderen Charakter. Was ist das? Was ist das? Hier ist so ein Kolbenfresser, Missgeburtenjunge. Oh Gott, die wissen, was die tun, die Schweine. Oh fuck, den habe ich aber noch mitgenommen, den Hurensohn, Alter. Du liegst am Boden, du Bastard. 1-1, Mann. Damit das schon mal klar ist. Ich drehe mir mal gerade die Kette. Ich habe jetzt auch eine Soldat genommen. Zu End. Mit einer Schnuller im Mund.
Olli steht in einer magischen Einhorn-Warteschlange. Oh Gott, ich liebe es. Den Scheiß haben sie schon im ersten so gut gebracht. Ey, habe ich mich jetzt selbst umgebracht? Kann ich nicht ins Wasser springen? Können Zombies nicht schwimmen, Alter? Sind die so dämlich oder was? Okay, mein Raketenwerfer, nee, Granatdingsterbumster ist ganz schön schwer, ne? Was sagt denn eigentlich meine Stats, dass wir einigermaßen gut sind und Toaster ist nicht zwei Plätze vor mir? Nee, ich bin nicht zwei Plätze vor dir. Das ist meiner, ihr Wichser, sehr schön. Nee. Fuck off, Alter. Scheiße, was hol ich denn jetzt raus, ich Assi? Also ein ganzer Charakter, 60.000 oder 25.000? Was? Oh, da ist eine Chili-Bombe, die habe ich zu spät gesehen. Kann mich jemand aufheben beim Einnahmepunkt? Irgendjemand, ich liebe euch. Kann der komische Professor denn auch schneller Leute aufheben, weil er auch so ein bisschen heilungsmäßig unterwegs ist? Professor. Okay, das ist cool, Da kann ich. Toaster aber nimmt den Prof. Auch den Strahl machen. Alter, hier, fress den, wir sind Zombies! Ey, da ist so eine aufdringliche kleine Erbsenmissgeburt, die ist tot. Das Ding fährt jetzt auch zur Hölle. Ich bin so gut wie im Arsch, Alter. Toaster, bist du irgendwo mit dem Prof unterwegs? Ich bin tot, Alter. Nee. So eine ganze Horde missgeburtiger Maiskolben-Freaks ist da gerade auf mich einmarschiert. Gepanzerte Heilstation oder... Crazy Motherfucker! Nimm mal Heilstrahl. Jetzt respawn. Ja, mach mal, dann machst du das wie mit der alten Sonnenblume, dann noch eine Heilungsbombe, Okay, wo ist Toasterlein, ey? Olli ist mittlerweile hier auch am rumwuseln, Coolio. Gib mir den Strahl, Alter, du Sau. Gib ihn mir her. Ey, voll der Mucke. Das ist echt schmutzig. Geilo, Alter. Richtig geilo. In der Kombo ficken wir jetzt alles nieder. Ich geb dir mal gerade mein Dingens rein und dann komme ich wieder. Ich hab direkt auch einen weggefickt, Mann. Läuft, läuft. Gib mir den Heilungsstrahl, Baby. Yeah! Ich bin eine Ziege ganz schön hinter dir. Ey, fuck, man, die sind ganz schön aufdringlich gerade. Ey, da auf jeden, du bist die Ziege gewesen, der die davon geschossen ist. Und ich glaube, die haben mittlerweile die olle Rose genervt, Alter. Alter, ich hab nicht mitgekriegt, dass mich jemand aufgeholfen hat. Ich hab dich wiederbelebt, aber das hat nicht viel gebracht. Nee, nicht wirklich. Ich hab grad nach hinten geguckt, was meine Kippe macht, Was haben die gemacht? Schade, schade. Ich weiß es nicht mehr. Irgendetwas mit Rose war da. Ach so, die haben die Rose, glaube ich, wieder schwächer gemacht, weil die war doch voll overpowered, haben sich doch alle drüber beschwert. Mittlerweile nimmt die aber kaum noch einer. Und ich wurde gerade schon wieder Rose von so einem Schnapper verschlungen. Auch, ich würde von den Maiskolben weggesprengt. Okay, ja, die gerade mal Aschen und weiter geht's im Ziege. Ja, ja, auf jeden. Und irgendwie war das ziemlich aso und so ein Kram. Keine Ahnung, hat sich alles irgendwie zum Release hin doch beschwert, dass die scheiß Rose so voll overpowered ist. Und Ey, das frage ich nicht. Ich laufe in die falsche Richtung, ihr folgt mir und dementsprechend sind wir alle dämlich. Aber geht, die kommen, glaube ich, von da, wo wir hingelaufen sind. Ja. Alter Schwede, bleib mal locker, Dinger, ey. Komm mal von deinem Koks-Trip runter. Ey, ich lauf jetzt auch in einen nach dem anderen von diesen Dingern, ey. Gib mir den Heilungsstrahl, Toaster. Achso, ich bin etwas verletzt. Danke. Ja, von einem fetten Leben hast. In meinem Herzen wie auch an meinem Kopf. Da kommt so ein scheiß Knoll wieder angelaufen. Der fährt zur Hölle. 131, gib mir mal den Beat, Alter. Ich bin gestorben. Ach, Olli, heb dich auf, ne? Warte, ne, ich komm da hin, ich komm da hin. Alter, was geht denn hier ab schon wieder? Ich bin eine beschissene Drecksziege, ey.
Okay, das läuft. Ich habe irgendjemand wiederbelebt. Olli, mach dir jetzt daraus was. Okay, Alter, die kriegen jetzt erstmal mein Dingens. Und ich habe nichts zur Hölle geschickt, ey, das ist doch unmöglich. Ey, ich bin schon wieder eine beschissene Ziege, Mann. Ich flipp aus, dann habe ich auch Ziegen-Super-Moves, Alter. Und mache auf einmal so einen Dash nach vorne, weißt du? Direkt in die Gegner rein. Hammergeil. Okay, Leute. Jetzt ist bin schon wieder am Start. Hier. Die sind schon bei letzten. Die Pflanzen ruinieren ja den Abschlussball. Halte sie auf, Mann. Ich habe mir extra ein Kleidchen dafür gekauft, ey. Das ist unser Abschlussball. Ey, wir müssen das Toilettenpapier verteidigen, Mann, ey. Sonst sind wir am Ende hier. Ja. Wie soll sich denn der Oberkaiser-Zombie noch den Arsch abwischen, ey? Wir müssen nach da vorne verteidigen. Guck mal, hier sind jetzt überall diese Dinger, ne? Die haben ja zwei Punkte, die sie angehen können. Da kommt schon die erste kleine abgefuckte drecksfleischfressende Mistpflanze. Komm, mach ihn platt. Ey, fuck, der ist abgehauen, der Hurensohn. Guck mal, der chillt hier in der Ecke. Erstmal geht ja gar nicht, ey. Geht ja gar nicht, die Wichser. Okay, das läuft. Ey, was alles mit da kommt eine kleine Erbse, da kommt eine Erbse. Und die hat erstmal eine fette. Ich komm zu dir. Wo ist die hin, die kleine Scheißfotze? Da oben? Ne, da unten ist sie. Komm schon, gib mir den Dash, du Missgeburt. Alter, wie flink bist du denn, du kleiner Scheißhaufen? Egal, ich hab dich eh angeschossen, also werde ich dich auch zugrunde richten, Mann. Meins, Toaster, meins. Hier ist eine fleischfressende Fickfotzenpflanze. Hinter dir auf. Haben wir. Der Maiskolben. Erbsenmänner, ich hab keine Ahnung, was hier abgeht gerade. Ich bin nur noch auf 74, heil mich mal. Ich komm nicht aufheben. Scheiße Chili-Bombe und fleischfressende Mistpflanze, ey. Hammer, dann hauen die auch noch den Classic-Track hier raus. Ey, das ist ja so epic, Alter. Gefällt mir richtig gut. So, ich glaub, ich komm mal wieder einmarschiert. Der war schon geil, also zumindest für mich. Okay, läuft. Bin ich gerade auf dem Weg hin? Irgendwas schießt mir in den Rücken schwer. Echt, ist das so? Schade. Die haben schon oder haben wir gewonnen? Nee, die haben Abschlussball ruiniert. Guck mal, was ey, die Hammer, die haben unsere Ballkönigin eingetoilettepapiert, Alter, ey. Das ist ja mal so Hammer-Stylo, ey. Richtig gut. Das Scheißspiel hat sich natürlich wieder überhaupt nicht verkauft. Weil wir alle darauf plädiert haben, dass es im Early Access an den Start kommt. Und ja, das ist es irgendwann auch. Wobei, ihr habt das sogar eingekauft, ne, Jungs? Ja. Plants vs. Zombies, Alter. Ich hab das ja bei Early bin sogar Access, beste ey. Spieler, ey. Bist du gar nicht New Golem? Da links. Weiß. Du bist Zweiter. Das zählt nicht. Habe ich irgendwelche coolen Statistiken abgeräumt? Nein. Toaster ist Meisterheiler, Toaster ist Meister Kackhaufen, Toaster fährt zur Hölle und ich habe keinen Bock mehr. Gucken, was der Stickerladen so sagt. 41.000. Ich habe 52.000 Münzen, ey, was ich hier am Abräumen bin, mal nebenbei. Das hat sich früher aber nicht so schnell getunt, ey. Nee, jetzt kriegen wir schneller. Das ist geil. Dann gibt's auch offene Aufträge. Bonus. Gewinne interessant, 10. Wo kann man die denn mal reinsehen? Ich hab Andi ausgekriegt. Da, RT drücken. Das gegnerische Team hat sich komplett aufgelöst, gefällt mir. Die waren ja echt psycho, auch schon die Runde davor. Mal gucken, was wir jetzt für Leute kriegen. Das hatte ich auch nie. Der Zeitreisen frei von einer Gruppe Zauberer gebaut, die ihre Kritten und hofften, so ein Vermögen zu machen. Ich bin natürlich wieder das Schattenblümchen. So, läuft, Jungs. Wir müssen verteidigen. Ja. Verteidigen. Alter, was für ein Zucker!
totaler Land das ist. Er ist ja richtig cool. Wie geil das aussieht. Aber kannst nicht lange genießen. Musst hier direkt, Alter, wieder in den Kampf einmarschieren. Ist ja heavy, Alter. Haben wir Tageskarte? Auf die Chili-Bombe hätte ich... Haben wir Tageskarte? Alter Schwede, ich bin Level 3 jetzt gerade irgendwie mit der Schattenblume, glaube ich, geworden. Ja. Den habe ich auch noch weggeschossen und auch nur seine Birne im Nebel gesehen. Oh, fuck, fuck, Jungs, Alter, weg hier. Uiuiui, mich hat's umgehauen. Kann mich jemand aufheben? Mir hat so eine Fledermausbirne, Alter. Ich glaube, das war's, ne? Die haben alles weggeballert da. Wir waren auch viel hier. Egal, steige ich nochmal ein. Okay, ein bisschen Übersicht verschaffen und dann läuft's auch mit den Nachbarn. Pass mal auf, ey, ich hau jetzt auch meinen Sonnenblumenstrahl hier rein. Komm schon, Baby, um die Ecke mit euch Wichsern. Ich baller eben alles an, scheißegal. Sag mal, mein Sonnenblumenstrahl. 7 Dinger habe ich noch auf dem. Come on. Zeig mir noch irgendwas zum Wegballern. War wohl nichts. Was ist da jetzt auf mich eingefrackt? Interessant, da ist so ein Panzerzombie. Fuck off, was passiert? Irgendwie habe ich gerade voll die... Ja, keine Ahnung, Alter. Das war so ein dickes McPhee, ey. Sehr schön, den habe ich platt gemacht. Ich sammle hier fleißig Energie ein und da hat mich so ein Riesenfass zur Hölle geschickt, ey. Gibt's doch nicht. Ich habe auch Bock mal auf den Maiskolben oder so, aber einmal starte ich jetzt nochmal mit den Dingens. Es könnte sich auch echt mal einer an meinen Arsch setzen, dann heile ich den nämlich. Okay, wir sind schon wieder eine Base weiter, Freunde der Sonne. Ein Lebenpunkt. Naja, es sieht aus, Alter, wie so eine Strecke bei Mario Kart. Einfach nur geil designt, Alter. Hier auch so ein riesen fleischfressendes Dingsterbums da. Achso, das ist ja auch hier der Vergnügungspark immer noch. Es ist ja super. Ich komme zu euch. So, da kommen sie über die Brücke auf jeden. Okay, okay, okay. Fuck, ich bin direkt tot, ich Idiot, Alter. Ich hätte mir da eigentlich ein Heilungsding hinstellen müssen. Ich glaube auch nicht, dass mich jemand aufheben wird. Nicht wirklich. Egal, ich mach mal einen Charakterwechsel, Alter. Ich habe hier auch einen neuen Maiskolben am Start. Der Grillmais, Guck mal, was der so... Alter Schwede, der feuert aber aus allen Rohren. Hat 150 Energy, das macht Spaß. Ja, was sind nochmal die Special Moves? Y war der Matrix-Move, Alter, ne? Ja, dann schießt der sogar auf Boden. Hammer gut, richtig mit gut, Alter. Ich hab damit gerade einen weggefickt. Raketen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Alter Schwede, ich geh grad so zugrunde, ich geh grad so zugrunde. Toaster ist wieder mit seinem kleinen Mini-Zombie unterwegs, läuft. Mich hebt wohl mal wieder nichts auf. Ey, Olli, wir sind ja ein und derselbe, er läuft. Ja, hätte ja auch immer seinen Rambo-Bandana um den Kopf gebunden. Das kann nur schief gehen, ey. Aber welch besinnliche Musik, Alter. Und sie auch einen schönen Kampf am Einstimmen ist. Den habe ich auch. Der scheint echt oft vertreten zu sein, das Schwein. Ich verstehe nicht, wie das LB-Ding funktioniert, Alter. Ich dachte immer, das wäre so ein Mörser, aber... Ja, LB ist Mörser. Es dauert, bis das runterkommt. Alter Schwede, Hammer, Double Kill, ey, mit diesem Kopf-Over-Ding, ey. Richtig gut, Mann. Ja, die macht. Aber jetzt ficken die mich in den Rücken und ich kriege einen Erfolg. Mein Z-Mac-Favorit. Erlege als Pflanze den Z7-Wicht, ey. Interessant. Scheiß die Wand an. Zu guter Letzt haben sie mir doch noch den Rest gegeben. Nichts wird mich wahrscheinlich aufheben. Ne, die sind ganz schön am Durchmarschieren, Jungs, ne? Ja. Okay, da ist der
Erbsenzähler im Boden verankert. Da kommen echt viele. Ja. Alter, hinter uns die Ratte auf jedem, ey. Richtig widerlich, geht der auch mal kaputt, Hammer, ey. Scheiße, da schießt schon der Nächste auf mich, ey. Was? Fuck, haben die schon Alter. Gewonnen, oder wie? Ich hätte den Jump machen müssen. Ist das so? Kann doch nicht sein, ey. Nee, nicht wiederbelebt. Keine Ahnung. Das wäre echt genau nur ein Schwarzloch. Olli, wir sind am Start, ey. Die Mais-Crew ist unterwegs, Mann. Jetzt wird's Popcorn regnen. Ich bin euer regnen. Anführer, Viking-Namen. Wie weit fliegt denn die Rakete, ey? Ich hoffe, bis nach da hinten. Tatsache, doch. Ey. Da links ist ein Super-Mac, Alter. Ich bin weg, Alter. Wo ist denn Super-Mac? Da, linke Seite. Sehr schön, ich hab den platt gemacht. Oh, ich heb dich auf, Digga. Jo. Ey, fick dich, was war das denn? 10 Energie noch. Da ey, ich kommt so ein super Feuerdrachen, zieh dir den mal rein. Mit dem Nasenring in der Fresse, ey. Leck mich am gesehen, Arsch, Alter. Könnt mich jemand, vielleicht bin auf dem ersten Platz, das sagt echt einiges über unser Team aus. Und zwar, dass wir ziemlich scheiße sind. Scheiße, ich hab gerade B gedrückt und mich wollte einer aufheben. Ich bin ein Idiot. LB scheint so eine Bombe zu sein, die ich werfe, oder nicht, ey? Du wirfst LB und dann kommen ganz viele Maisfolgen nach und nach mit Zeit. Ja. Das dauert, das ist wie eine Artillerieschlag. Du gibst den Stil und dann... Ah, fuck off, der Typ will nicht draufgehen, Alter. Hat auch noch 85 Gesundheit gehabt. Sinnlos. Kurzer Spielcharakterwechsel mal noch. Ich nehme jetzt die Zitrone, ey. Hammer, gut. Okay, ey, der Laserstrahl ist schon mal fett. Die Rose ist richtig stylo, glaube ich. Da musst du nur wissen, wie du damit umzugehen hast, relativ. Die ist ja so am Magie-Scheiße schieben. Die kann eben die Leute verzaubern und so. Ja. Und langsam die hat, glaube ich, die ein oder andere Combo auch durch ihre Fähigkeiten am Start. Ja, mit Y macht die Umgebung Schaden. Ja, komm, lass den Gong hier ertönen, auf dass wir hier in China Wars Land sind. Ey, das sieht ja auch mal richtig gut aus. Was ist denn das nochmal? Ich kann hier so mit LB so ein Ding losfliegen lassen. Wie LB? Ja, auf LB kann ich mit der Schollen Orange so ein Ding losfliegen lassen. Okay, weiß ich nicht. Okay. Sieht aus wie so eine Drohne oder so vielleicht. Keine Ahnung, wie ich darauf umswitche. Wie lange hält denn mein Schild, bis das kaputt ist? Weiß ich nicht. Nicht gerade das ergiebigste Plants vs. Zombie Lexikon. Aber wir arbeiten daran. Alter, Alter, was ist denn jetzt los? Wir schweben hier in der Luft. Ja, das ist diese kleine Trickster, ey. Hammer, dann rolle ich mich erstmal hier weg. Das ist einfach gameplay-mäßig auch so gut. Ah, fuck off, du kleines dreckiges Missgeburtenkind, ey. Der hat noch 54 gehabt, keine Chance. 0 zu 4, ey. Der kleine Gnom weiß, was er tut. Mit der habe ich auch keine andere Variante, ne? Voll der Rotz. Aber gut, wir rollen mal ins Krisengebiet. Der Kaktus hier sieht ja auch nur zu gut aus, ey. Was du dir da auch für LSD-Optics schieben kannst, ey, bei den ganzen Farben, super. Ach, ich hab Chameleon wiederbelebt. Oh, ich belebe jetzt auch hier noch was wieder. Zwar wann bist du noch am Start, Toaster? Noch eine ganze Weile, ne? Ja. Also bis 8 zumindest, wa? Mhm. Jo. Hammer, da schieße ich so ein Kamehameha Super Shot raus, Alter, auf LB. Jetzt hab ich's gerafft. Da ist wieder fliegt gegen den Drache. Von da oben ballert so ein Superheld auf uns ein.
doch gar nicht sein, du Missgeburt. Den gehe ich mir holen. Ich kann auch mit dem Ding springen, das ist so stylo. So, den habe ich weggefickt, sehr schön. Kaktus, ey. Ist hier noch einer am über die Flanke einmarschieren? Scheint nicht so. Der fliegt da rum, der scheiß Superhelden-Wichser. Das ist auf jeden Fall auch derselbe Typ. Boom, Baby! Da habe ich dir aber richtig gegeben, ey. Level 2 mit meiner Mandarine jetzt und auf 180 Energie. Läuft erstmal richtig. Alter, diese Toilettenzombies sind echt dreist unterwegs. Okay, läuft richtig geil. Das macht so einen Bock, ey. Alter, wo sind wir denn ganz da hinten mit Verteidigen? Muss ich hier durch ein anderes Tor mich beamen? Ist ja crazy. Bin ganz schön ab vom Schuss gekommen hier. Ja, du musst durch diese Tor. Boom, Baby! Fast, Alter, aber den mache ich noch platt, sehr schön. Dann bin ich 1-1 in den Rücken gefallen. Ich behalte dann auch das Schild, das ist ja richtig gut, ey. Die Mandarine gefällt mir, muss ich sagen. Mit Mandarine komme ich nicht. Aber die ganzen Wichser. Okay, läuft, läuft, läuft. Komm, macht fertig. Sehr schön, sehr schön. Es läuft doch wie am Schnürchen relativ. 200 Energie, dann kann ich auch mal ein bisschen stöbern gehen. Was ist das denn hier Schönes? Ach, das kann man heile machen, der Ingenieur, die Teleporter-Dinger und so, ne? Interessant. Okay, läuft. Da vorne haben wir ein bisschen Futter für Mandarinengeschosse. Come on, Baby. Scheiße. Die sind erstmal weg vom Fenster. Da kommen sie hinterher, die kleinen Ratten. Sehr schön, sehr schön. Komm, du fährst zur Hölle, mein Süßer. Läuft. Mit euch weiß ich noch nichts anzufangen. Wir gehen mal schnell wieder in den Football-Mode. Dup, 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 den hole ich mir, ey. Boom, Baby! Und wir es nicht mehr lange machen. Sehr schön, sehr schön. Und wir sind weg. Wir sind weg vom Fenster. Die 33 Energie, ey. Ob hier irgendwo eine Sonnenblume rumläuft, ich weiß ja nicht. Da habe ich jetzt aber ganz schön gelitten. Sehr schön, ab da weg. Und so langsam lädt sich meine Energie auf. Da vorne ist eine Sonnenblume. Da muss ich mal hin, ey. Geiler Scheiß, hier kann ich mich wieder 1A heilen und es geht weiter im Programm, super. Den hebe ich mal auf, weil ich so nett bin. Ich kann auch beim Aufheben schießen, das ist mir neu, zumindest für meinen neuen Einstieg hier wieder. Oh yeah. Okay, wir rollen uns mal an die Front, ihr Süßen. Ja, absolut. Sind richtig gut unterwegs. Ist er im Arsch oder verpisst er sich? Alter, der ist in so eine Sprengbombe rein. Oh Gott, weg hier. Sehr schön. Ja, kann dich wiederbeleben, Familie. Ich hab hier so eine geile Baby, Position. Den habe ich zwar noch dick, Alter, meine Photonentomate reingedrückt, aber hat nicht mehr gehalten. Fuck, fuck, fuck. Ich glaube nicht, dass hier jemand ankommt und mich aufhebt. Vielleicht der kleine Schnapper da vorne. Das wäre natürlich was, aber... Nee, nee, den fickt jetzt erstmal weg. Respawn und wir sind wieder mit unserer Riesenmandarine dabei. Okay, das läuft. Wie weit haben wir denn gleich gewonnen, wenn der Balken von denen im Arsch ist, ne? Das ist deren relative Spawnkraft. Noch 37 Sekunden.
Ach, Tatsache, Alter! Das ist einfach nur hier der Balken von dem Dingens. Alles cool. Okay, was bist du hier für eine Monsterziege? Oh, jetzt bin ich tot. Okay, dann drücke ich jetzt erstmal eine meiner Super-Dinger rein. Hier nochmal mein Schild an und dann klappt's auch mit den Nachbarn. Komm, fahr zur Hölle, Digga. Scheiße, null Energy. Vielleicht wird mich irgendjemand aufheben, bin hier am Ring. Oh, wir haben's aber gerissen. Läuft. Wir haben nicht bis nicht schlecht. Komplett Ende geschafft. Oh, richtig gut, Jungs. 18.000 Münzen abgestaubt, ey. Ja, 18.400. Läuft richtig. Zweiter Platz. Düb, düb, düdeli, lüb, düb, düdi. Bester Spieler, Camilla auch bester Spieler. Wo ist Jaejo? So. Jaejo hat genauso viel Kills wie ich. Ich war irgendwann mal auf den ersten, ey, so ein Kack, Alter. Haben sie dir die ganzen Kills geklaut, Olli? Aber Vorlagenmeister, ich hab's schon wieder nicht in die Auszeichnungsabteilung geschafft, ey, so ein Rotz. Nur einfach RT drücken, wenn du in Dings bist. Nein, das meine ich doch gar nicht. Ich bin da nirgendwo. Kein Abschussmeister, kein Meisterheiler, keine Abschussserie. Ich bin Kacke. Warum gehen die alle bei unserem Team raus? Ich fühle mich hart diskriminiert. Wir müssten eigentlich unser Quest erstmal aktivieren. Um mehr ja, Münzen ist auch so. Kriegen. Wollen wir kurz mal raus? Das kannst du nur obwohl. In diese Lobby. Wer ist denn jetzt gleich weg? Machen. Olli, du in einer Viertelstunde eh, ne? Dann spielen wir jetzt mal noch so lange. Ja. Und dann machen wir einen Break. Ich habe einen neuen Helden am Start, Alter. Also Cosmo Brains. Ich habe mit dem Helden auch noch gar nicht gezockt. Komm, ich nehme den mal einfach jetzt checkungsweise. Ja, der ist nur zeitweise freigeschaltet. Helden Spezial. Ja, ist das so? Wieder weg. Das ist zum Testen. Da steht auch Helden Spezial für 100. Hammer, okay. Wenn wir ihn direkt kaufen. Ey, der ist ja komplett Nahkämpfer, der Hurensohn. Nicht alle. Ach so, okay. Von den Heldentypen auch, oder was? Und dann RT. Spielen und dann schießen. Warte, bleib mal stehen. Ah, okay, Entschuldigung, hast ja recht, Alter. Dann kann ich hier auch rumballern, auf jeden. Kannst du, hast du Laser oder was hast du genau? Ich hab hier, guck mal, ich hab so, so ein Laser, so ein lila Ding hab ich, okay, geil. Guck mal, was ich hab hier. Ich hab hier so eine Laser, Bogen, Schlag, oh, come on, Alter, die scheiß Erbs hat mich voll weggerotzt. Die kann nicht mehr viel Energie gehabt haben, doch 65%. Ah, cool, auf den Helden habe ich jetzt gerade keinen Bock, ey. Mal gucken, was ich noch an Soldaten habe. Ich nehme jetzt vielleicht mal den Prof wieder, ey. Verschießt auf kurze Distanz Gold, langweilig. Der EMP zerfetzt, verursacht Stromschaden und springt auf mehrere Ziele über. Das hört sich lustig an. Ich kann drei Hadouken machen hintereinander. Oh, jetzt so together, Hadouken! Interessant, das ist aber auch so ein One-Hit-Wonder-Schuss, Alter. Ja. LB? Wir haben hier schon wieso geschafft. Wieso kann ich nicht LB machen? Dann habe ich noch diese Bomben. Das sind einfach Haftbomben. Wenn da einer langläuft, ja. Fliegt der in die Luft, ne? Okay. Dann habe ich diese Teleporter-Dingens und immer noch nicht zu heilen. Kann ich Olli irgendwie anheilen? Ah, das ist ein Heilungsstrahl. Okay, lol. Du kannst raussuchen, ob du diese Strahle haben willst oder lieber. Fuck, 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 macht ganz schön Schaden, Alter. Die Ratten. Nicht schlecht, Alter. Der hat dir einen vor die Birne gegeben. Scheiße, ich bin in die beschissene Lava gefallen, ich Idiot, ey. Ich mag die Zombies nicht. Blumen sind viel cooler. Peace and Bro. Ja, mit dem muss ich auch mal wieder zocken. Finde ich nur immer so standardmäßig. Aber mit dem kann ich auch am besten ballern, Alter. Und dem All-Star-Typen. Komm eigentlich fehlt hier einfach meine Heilungsblümchen. Fahr zur Hölle, Thorsten.
Was bist du denn für einer? Aber. Kommt Jungs, wir erobern das. Ah, das Ding geht richtig ab, Alter. Yeah, Baby, ich hab die alte Mandarine weggeballert. Da ist noch was ein. Was macht denn LB Mandarin bei dem Kleinen? Er wirft irgend so eine Bombe, okay. Da kommt die Pharaonen-Sonnenblume. Ich hab noch 17 Energie, Alter. 5. Ich bin raus, er leckt mich. Scheiß die Wand an, ey, lass mich rein. Aber ja, wir haben doch Z-Mac einsatzbereit. Interessant. Ich werde jetzt erstmal zum Super Epsilon. Motherfucker hier. Alter Schwede, richtig gut, Mann. Jetzt mit geht's dem Mac ab, ey. Musst du ich mit so der LB diese Bombe werfen, dass die in Luft fliegen, dann RB drücken, dass du dann diese Breakdancen kannst. Ja. Das ist der Trick bei dir. Scheiße, Stein, ich habe aber verkackt, Alter, weil wir jetzt zum nächsten Dingens laufen und der echt lahm ist, Mann. Ja, leider. Ey, was ist ein Y? Da kann ich so einen Knopf drücken, ey. Das, da kannst du dann wieder rausspringen. Achso, okay. Habe ich mir schon fast gedacht. Stop Eject. Düt. Okay. Läuft. Wir sind mittlerweile bei den Gegnern angekommen. Was bist du denn? Du bist doch so eine beschissene Mandarine. Tatsache, ey. Ja, ey, die jumpt hier rum wie auf Koks, ey. Ist schon wieder weg. Interessant. Ich bin eine scheiße Ziege. Scheiße. Den habe ich jetzt ja mal richtig verschwendet. Oh yeah, Motherfucker. Ey, die haben mich echt kaputt geschossen. Nee, ich bin eingefroren oder so ein Scheiß. Ist das Ding tot? Tatsache. Ich sehe meinen Akkuverbrauch leider nicht mehr. Du musst aber selber raus. Fick dich, ey. Ein paar Raketen habe ich noch los. Achso, ja, das habe ich gerade mitgekriegt, ey. Scheiße, auch was den Akkuverbrauch angeht? Ja. Explodiert er dann am Ende oder so? Eigentlich nicht, glaube ich. Okay. Ja, dann wurde ich jetzt echt weggevögelt von der Energie und Co. Interessant. Wir müssen dann alles zusammen da reingehen. Ja, absolut. Ich bin auf dem Weg, weit hinten, Jungs. Müssen Moment. Ich bin hier bei Chameleon. Ruhig gedulden. Chameleon, pass auf. Ich habe ihn. Okay, ich bin am Start. Oh. Alter Schwede, was hat mir jetzt denn hier so einen Schaden gemacht? Fick dich ins Knie. Ich hab nur 3 Leben. Alter. Und tot. Ey, der komische, frostige Drecksmandarinen-Opa. Ich werde aufgehoben, das ist ja mal geil, das ist ja mal richtig geil, und Digga, dankeschön, dankeschön. Okay, wo müssen wir hin? Ich gehe hier gerade durch die Sphinx-Katakomben oder was läuft. Hallo, Ollilein. Oh, hier unten könnte mal runter, mache ich aber mal besser nicht. Und genau, dann ballern wir einfach mal auf den ganzen Rotz da ein. Das haben wir auch schon wieder erobert. Die machen das alles ohne mein Beiwohnen hier relativ. Gleich habe ich wenigstens meinen Special Roboter wieder am Start. Okay, ab in die nächste Hut hier, oder was? Das geht ja am fließenden Band hier, ey. Ich glaube, wir können uns zurücklehnen. Was ist mit dir denn los, Toaster, ey? So ein Mukumuela-Kopf, ey. So ein 80er-Fußballer, ey. Aber gut. Oh, aber die schießen da oben, Alter, von der chinesischen Mauer, ey. Ja, hab ich auch noch gekriegt. Ey, ich kann meinen Mac jetzt anmachen, Freunde der Sonne. Wir sollten ja, da vielleicht jetzt an, gleich mach, Full Power reinmarschieren, ey. Warte, wir müssen noch ein bisschen. Okay, ich das mach jetzt an. Gar nicht so weit. Telefonieren schon mal. Wir sind so gut wie da. Los, mach doch! Ja. Hab ich schon, alles cool. Okay, ey, der fällt auch direkt auf meine Birne rein. Geiler Scheiß, jetzt geht's ab, Freunde. Irgendwas ballert mir in den Rücken, aber wird schon schief gehen. Scheiße, Olli, Alter. Ah, nichts, ey. Ich hab nur auf dich meine Raketen abgefeuert. Alles cool, ey. Da kommt Citrus an den Start. Da haben wir noch so eine kleine, dreckige Sonnenblume. Fick
dich doch! Warum schieße ich denn nicht mehr? Ich glaube, mein Ding war überhitzt oder so. Nicht mein Lümmel, aber mein Gewehr. Autospawn, läuft. Mach ich doch mal an. Hey, geil! Irgendwie bin ich recht nah hier gespawnt, muss ich sagen. Ich habe mir das gerade schon fast eingenommen. Voll gut. Hier laufen jetzt sogar noch so ein paar Opfer durch die Gegend. Opfer ist gut. Ich bin gerade zur Hölle gefahren, ey. So ein Rotz, du. Spielcharakter wechseln. Komm, ich mache jetzt noch einen auf Abwechslung hier und schick nochmal den Soldaten in den Kampf. Seinem extra langen Zielfernrohr, langweilig, mit seinem extra hohen Feuerrate, Halligallo, sich der Himmelskämpfer mitten ins Gefecht. Ich glaube, ich nehme den mal. Zwei. Was? Weil wir zwei spielen und du besoffen bist. Ach so, da steht Pflanzen versus Zombies, mein Garten und Gedöns. Alter, es fickt mich weg, Alter. Ja. Okay, fall doch einfach um, tötet es. Ich bin schon bei dir. Ich bin am Vergiften, glaube ich. Ja, du hast, glaube ich, Chin schon getötet. Auf meinem bescheuerten Energieleiste geht ja gar nichts mehr. Würde? Ja, Hammer, ey. Volle Lobbys hier. Voll gut. Haben auch ganz schöne Psychopathen dabei, aber bockt. Ich hab das ja auch noch auf der Platte. Nicht auf der Platte, also im... Das ist richtig schöne Abwechslung wieder, ey. Okay, ich jump da mal rüber. Also ich... Ja, RB ist, glaube ich, die Rakete losfeuern, ne? Muss man kurz ein bisschen, wie ist der aus Battlefront, Kamion oder Dingens hoch? So, da oben kann ich noch eine Granate hinballern. Ja, ist das gut oder nicht gut? Das ist mal die Frage. Natürlich ist das geil. Ich glaube, das ist, ach so, das ist von uns dahin geworfen worden. Alles gut. Ja, cool. Und was ist hier mit diesem Dragon? Ey, wir sind ja schon wieder am Einnehmen. Das ist echt krass, Mann. Mit was? Dragon Stop mal gut. Oh, da habe ich einen Dreierkill gleich. Dragon? Dragon Stop mal, das kostet ja 25 Euro. Ist das gut oder? Ach, das kostet keine 25 Ahnung. Euro. Ja, dieses Dragon Stop mal. Dragon's Dogma. Ach so, das hast du doch auch zu 360-Zeiten gezockt, oder nicht? Wer war das, Alter? Nö, ich nicht. Das ist doch dieses Capcom-Ding, was Dark Souls recht nahe kam und wo man so auf den Viechern rumgekrochen ist und so ein Kram. Richtig geil, Alter. Nö, kann ich nicht. Stimmt, das war auch Bladewing, der das richtig abgesuchtet hat und Hank, ey. Okay, den habe ich noch weggefickt. Das war ja ein Geschenk, läuft. Komm schon, mein Süße. Oh, Ficke! Wie viele? Ey, gas ich mich eigentlich mit der komischen Bombe vom Soldaten selber weg? Nee, glaube ich. Ich werde aufgehoben von meinem Superhelden. Cool, ey, die hätten bei 7 neuen Klassen, also insgesamt in Klassen pro Zombie- oder Pflanzenabteilung, echt mal einen zweiten Heiler an den Start bringen können. Das ist voll kacke, finde ich. Vor allem bei den Zombies finde ich den Doktor echt diskriminiert. Hätte ich gerne noch so eine MP oder MG-Version von gehabt. Hier ist ja ein Teleporter, geil. Der Doktor hat auch so eine. Du brauchst einen Astronaut, der schießt Steine auf Gegner. Ja klar, aber dafür musst du dann schon wieder... Ja, Baby, mit den Soldaten komme ich aber gerade gar nicht klar. Ich glaube, ich wechsle jetzt nochmal hier kurz vor Ende auf die gute, alte, fressenpolierende All-Star-Klasse. Okay, wir können den sogar hier einfrieren mit meinem Jason Goes to Hell-Verschnitt. Der ist noch Level 1. Aber das ist geil, das gefällt mir. Verbleibende Zeit, 1.15. Jetzt wird es ja auch doch noch ein bisschen spannend, Jungs. Ne? Müssen wir jetzt doch nochmal zusehen. Ich glaube, vielleicht nochmal sammeln. Die sind jetzt auch recht nah hier an unserem Spawn. Was treibst du da unten so, Toaster? Interessant. Hier ist eine Teleporter. Scheiße, scheiße, scheiße. Ey, da geht ja richtig das Lotzchen hier. Ey, verfickte Chili-Bombe, ey. Fick dich, Mann. Fick dich. Ich konnte den Rotz nicht ob. Ich werde von Toaster aufgehoben. Das ist aber mal ein Luxus, du. Bin dabei. Keine Ahnung, in was ich da reinballer, aber ja, mich hat's auch zerfickt, ey. Ohne Scheiß, ey, wurde ich vom Zebra Erbsen etwas.
zur Hölle geschickt. Sogar mein Geschütz macht ich drehe nebenbei ein Kills, bisschen Krimskrams. Sogar mein Geschütz hat 2 Kills. Und weiter geht's. Der Teleporter ist. Ja, Tatsache, Alter. Wir haben echt verkackt, Mann. 4-3. Wir waren gerade noch dabei einzunehmen, aber. Da rein. Extra Zeit. Okay, jetzt alle Mann, ey. Scheiße, wir haben verkackt, Alter. Wir haben verkackt. Ich war einen Millimeter vor dem Ding. Ich wollte gerade mit dem Dash da reinmarschieren. Guck mal, wie viele Pflanzen da chillen, ey. So, unser Garten. Hammer. Ich stehe auch da. Also. Ich spring jetzt. Hallo, Freunde. Kann ich auch immer mitspringen? Ich gehe auch so pflanzen. Das bist du, dicker ja. Kinder, ne? Ich bin Gärtner. Läuft. Bist du jetzt raus, Olli, oder machst du noch einen? Guck mal, ich bin dieser Gärtner da, an der Seite. Okay, Ansage. Ich stehe mir gerade noch ein Journey. Ich bin echt schlecht unterwegs, Charakter muss ich sagen. Jetzt. Ich würde ja auch gerne, aber die Zeit reicht nie aus. Die brechen ja schon bei 15 60. Sekunden ab, die Schweine. Der lädt auch erstmal eine halbe Stunde, Mann. Jetzt ist das Ding erst an, ey. Und bei 15 ist eh wieder vorbei. Ich hab eine Papagei-Pirat gekriegt, ey. Ey, da war irgendein Ding, das 200.000 kostet. Unendlich weiß der Geier. Ja. Was macht denn das? Hab ich da alle Characters vom Spiel drin? Da hast du einen super coolen Charakter drin. Da hab ich so den overpowered Mega-Motherfucker, ne? Der nur Jeju gehört und niemand anderen. Ja, Weißer Norden, das sieht auch cool aus. Weißer Norden, schnell das schon geladen hat, Karte. Ist das so? Denn wir sind im Streik. Okay, cool, Alter. Ich kann wieder auf gute alte Schattenblümchen zurückgreifen. Bock ich nehme mal hier Rose. Hammergeile Optik hier auch wieder mit dem Nebel offen. Am Wasser, das ist ja Schnee und so, das sieht ja richtig gut aus, ey. Ja. Ich nehme mir mal Olli vor hier. Ich sehe noch nichts, ach da hinten. Ja, wie schnell ich mit dieser verkackten Rose. Alter, da rechts ums Häuschen kommen sie einmarschiert jetzt. Pass mal auf. Baller die alle nur an. Kriegt die aber nicht tot. Da habe ich einen Zombie zerfickt. Den habe ich mir auch noch geholt. Den habe ich vorhin, glaube ich, eh schon angeschossen. Ich stelle uns mal ein Blümchen hier hin. Irgendwas ballert jetzt aus weiter Ferne auf mich ein. Das ist ziemlich scheiße, nein. Da sind nur so ein paar kleine Mini-Zombies am rumwandern. War schon weg drum. Läuft so richtig, Alter. Du blöder Wichser, ey. Vielleicht komme ich da noch hin, dann muss ich dich trotzdem verfluchen. Das kann weil du die sein, Erwartung geschürt hast, dann wieder zerstört und dann bin ich wieder da und jetzt habe ich mich nicht drauf eingestellt und alles ist furchtbar und ich kann das Spiel verkaufen und ich hätte gerne 20 Euro von dir überwiesen. Das ist eigentlich nur fair. Du weißt genauso, was passiert wie vorher. Aber richtig gut. Alles kann oh mein Gott, da hinten ist Free Willy gestrandet. Ey Jungs, hier hinten ist Dingens Heilung, wenn ihr hinter den Stein kommt. Yo, und ich kann euren Pelz ein wenig mit cooler, geiler Dingen wärmen, hier. Also, keine Ahnung, ich hab ja nicht mehr dazu geguckt, aber ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass man ins Weltall kommt oder dass man keine da, Weltall kommt. Versteh dich leider gerade nicht. Was? Ich dachte, ich hab ja nur ein bisschen bei dir zugeguckt, dass du das einzige, was ich im Spiel gesehen hab. Ja. Und mit der Weltkarte so, weiß ich, ob man da zweit einkommt, also kann ich jetzt nicht vorstellen. Hast du irgendeinen komischen... Nein, ist auch nicht der Fall, aber dementsprechend hat es mich so in dem Moment geflasht, als du meintest, ja, war es schon im Weltall. Ich denk so, what the fuck, ich hab nie damit gerechnet, im Weltall zu kommen. Und, ja, da ist es kurz mal wieder mit mir durchgegangen. Aber ja, hat sich ja Gott sei Dank alles zum Guten gewandt. Da wollte es aber eigentlich, man könnte es eigentlich schon machen, oder? Keine Ahnung, wenn man den ja, absolut, also, dass sie dich am Ende so voll Style und mit so einer Cartoon-Rakete, ne, in den Himmel schicken oder so. Und dann gibt's da so den Fight gegen den Satan-Endboss oder so, der irgendwie auf dem Mond lebt und die Hölle nach oben verlegt. Ah, die Hölle gibt's bestimmt, oder? Hallo, mein Süßer. In die Richtung, oder? Dass man dann irgendwie auch, oder? Ja, absolut, das ist auch noch so der dreckige Style der 30er relativ, Alter. Aber die Hölle wo Cartoons ja vor allem auch,
Inwiefern? Ja, nehme ich an. Also wir sind ja mit dem Devil Dice da im Bunde. Ja, und der Höllentyp hat ja das Casino aufgemacht. Okay. Ich finde auch, dass das gut was an Umfang an. Wie ich heute gesehen habe, bin ich jetzt von vier Welten fertig, Alter. Naja, so eine kleine, im Hintergrund laufende, nichts Großartiges, ne? Okay. Ja, im Endeffekt, Alter. Weil du jetzt nur den ersten Schuss gesetzt hast, oder? Kann das sein? Ja, ja, deswegen, Alter. Du hast ja auch einiges noch an Möglichkeiten, das zu kombinieren und dann auch irgendwie gameplay-mäßig da noch ein bisschen zu experimentieren. Ich bin da zurzeit echt eindimensional unterwegs. Leider nicht, Alter. Nur wieder an einem Fernseher, die Wichser. Ich wollte es heute mit Toaster zocken. So einfach dumm. Ja, absolut. Langsam, Alter, ganz ehrlich. Oh, da müsste wirklich so eine Gamer-Gruppe sein. Oh, die chillen ja einfach hinter der bescheuerten Hütte. Warum? Ey, da bin ich auch ein bisschen dämlich einfach in meinen Tod jetzt gerannt. Ja, sonst hätte ich mir das vielleicht mit Tasty holen können. So als Spaß, obwohl ich nicht gemeint bin, dass Tasty damit klarkommt. Nee, ich bleib dabei. Das wäre wohl ein bisschen zu ADS-mäßig gewesen. Also ich komme da stellenweise nicht drauf klar. Ich habe gestern anderthalb Stunden an so einem verfickten Hurensohn-Drachen gesessen, Alter. Ich bin wahnsinnig geworden, ne? Also ich habe da selber fast, Alter, die Flinte ins Korn geworfen. Aber das ist natürlich auch wie bei den Call of Duty Zombie-Dingern und so irgendwo ein bisschen unfair, weil im Multiplayer hast du natürlich die Möglichkeit, nach dem Tod aufgehoben zu werden und bist eben auch mit Zweien unterwegs. Ja, gut, beim Singleplayer bist du tot und tot, ne? Relevant, weil da hätte ich wirklich rein einfach ein bisschen mehr Hirn beweisen können und das dementsprechend auch fair gestalten können, was im Multiplayer zum Beispiel. Ja, das meine ich aber eben, das ist schon ein bisschen dreist. Vor allem, wenn du da so 5 bis 10 Minuten Kämpfe hast, Digga, Alter, wo diese 10 Minuten lang jede Sekunde Millionen von Scheiße auf dich reinrauscht, dass du schon froh bist, wenn du eine Minute überlebst, Genau, deswegen hätte ich gesagt, du hast ja 3 Leben im Einzelspieler, im Multiplayer hat jeder 2 Leben und das gleicht sich dann werden insgesamt 4. Gleicht sich aber dadurch aus, dass viel mehr auf dem Bildschirm los ist, dementsprechend irritiert es ja auch wieder ein bisschen mehr. Ja, da hätte ich den Kompromiss genommen, Alter, dass zum Beispiel man sich aufheben kann, dafür eben ein bisschen mehr auf dem Bildschirm los ist. Dafür hätte man aber... Okay, du kannst es eben an einem Bildschirm machen. Toaster kommt nächste Woche, dann können wir das erstmal durch. Ist aber ganz klar aus, also bei mir ist es dann ein Ausschlusskriterium. Ich hätte dann gerne irgendwie mit dem Taster so gedattelt, aber das allein finde ich wieder kacke, ey. Also ja, aber Ende vom Lied ist, wenn es für einen 10er mal im Angebot ist, müsste das eigentlich schon voll dein Ding sein. Dann würde ich dem Ganzen vielleicht doch nochmal eine Chance geben, aber musst du schauen. Okay, ich mach mal gerade den Professor da unten weg. Da könnte ich auch jemanden aufheben oder auch nicht, weil irgendwas mich jetzt schon wieder von der Seite voll schwer weggefrackt hat. Mit einer Armbrust, der Hurensohn. 2 Schüsse, ey. Ich bin gerade echt am Leiden ein bisschen. Ich glaube, ich gehe mit, was seid ihr so unterwegs? Ich gehe, glaube ich, wieder mit Citron in den Krieg. Citron an die Macht. Ist das so? Ja, aber die sind echt gut da, Alter, ne? Guck mal, die haben uns fast eingenommen, mein Süßer. Ich marschiere da jetzt mit unserer Sondereinsatzmarine ein. Hier habe ich noch ein Schild für uns alle, Freunde der Sonne. Ich habe richtig da was weggefickt gerade, Ich bin immer noch schwer am Ficken. Das macht Laune, das macht Spaß. 143. Ja. Fuck, irgendwas hat mich irgendwie in die Luft schweben lassen jetzt, Läuft bei denen. Ja, das ist diese Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen chillen. Geil, hier ist auch eine Sonnenblume. Die powert wieder meine Energy hoch. Richtig gut, richtig gut. Okay, ich kann auch wieder meine Atomtomate losschicken und mein Schild ist jetzt auch wieder ready. Läuft richtig, die machen wir jetzt platt, 7 Sekunden. Alles im grünen Bereich. Alter, eine ganz schöne Reichweite, den habe ich wahrlich da hinten noch getroffen, ey. Cool, jo. Waren wieder recht. Ach, wir sind auch am... Durchmarschieren gewesen? Haben wir eingenommen? Nee, wir haben verteidigt. Wir haben keinen Punkt geschafft, von uns zu erobern. Ach so. 11.000 Dinger einkassiert. Chameleon hat sich sogar auf den 2. Platz geschlichen. Nicht schlecht. Und ich habe wahrscheinlich wieder gar nichts. Die Sonnenblume hat ganz schön gelitten. Ich bin irgendwie auf dem letzten Platz und ich sollte mich schämen. Nichts wieder abgestaubt an irgendwas. Und den Stickerladen dauert auch wieder eine halbe Stunde einzumarschieren. Vielleicht sollten wir jetzt mal
ins Hauptmenü einmarschieren und dann vielleicht ein paar Sticker-Alben kaufen, Missionen. Ja, du bist ja mal Call of Duty auch dabei, bei mir, oder was? Wenn das am Start ist. Oh, ich auch, weil Toaster sich das kauft, Alter, läuft. Was war das jetzt, Camille? Ja, nein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Am 3. November ist gar nicht mehr so lang hin, denn. Nee, nee, obwohl, das ist noch ein ganzer Monat, Alter. Es fühlt sich ja, gut, für mich auch schon an, als wenn wir Mitte Oktober hätten, ey. Aber nee, das ist noch ein bisschen. Battlefront soll jetzt mal antanzen, aber dementsprechend Jahr kommt muss die Beta jetzt erstmal gesuchtet werden. Nehme ich mal Cosmo Brains, ey. Ja, ich bin auch im Runterladen, da können wir gleich... Na komm, mach dabei ich. Bist, mit mir. Ja. Was? Starfield von Peter. Achso, ja, ich hab mir sogar jetzt einen Jay gedreht, weil ich scheiß jetzt, glaube ich, drauf, Toaster, und wir können das gleich eine Runde mal zocken. Lass ruhig noch Zeit, ich bin nicht morgen noch Essen machen, ich bin erst bei 21%, ich hab eine Kackverwertung, also so in 2 Stunden. Alter, wie Hammer der Himmel auch einfach ausschaut, ey, grandios. Nordlichter hier. Was ist denn das für eine komische... Ich hab einen ganz komischen Superhelden am Start, raff ich gar nicht. Ich schieß, ich kann euch umbringen. Mach doch Schaden auf dich. Keine Ahnung, wenn ich meine rechte Hand gedrückt halte, dann... Ach so, ich kann den Schlag aufladen. Das ist ja Stylo. Ja, mit den Superhelden habe ich noch gar nicht so gespielt. Da muss ich erstmal drauf klarkommen, was der so kann. Ich wurde gerade von einer beschissenen Schnapperpflanze gefressen. Ja, leck mir doch, Moaster. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn. Sogar. Düp düp düdel düdel düp düp düdel düp düp düdel düdel düp düp 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 düdel. Und dann muss man rücken aus dem Lieber raus. Was ist los? Und dann muss Kamel ausliefern. Das war eine Frage. Achso, ich muss jetzt gerade mal in den Teleporter. Du sagst eine Runde geht noch. Ich sage, darfst du noch wirst ausliefern. Wirst schon. Okay, Alter, dem gebe ich jetzt einen Pfannenschlag. Sag ja einfach ab. Mit. Hallo, ist da aus. Beta Battlefront jetzt oder gehst du jetzt wahrlich in Battlefield 1 rein, Digga? Das ist, glaube ich, jetzt aber auch meine letzte. Was, 2 Stunden mit Battlefront oder was? In dem Too Late ist, Alter. Ich zocke auch schon den ganzen Tag. Aber mal gucken, lass dich überraschen, ey. Ich dachte, du bist jetzt auch schon gleich mit von der Partie. Nee, ich habe eine Kackleitung. Ich muss noch ein bisschen. Ich mache mir noch was zu essen und ich bin erst bei 20%. Ich muss ein bisschen. Ich muss jetzt auf jeden Fall auch gleich. Okay, Toaster, wir daddeln uns jetzt bis 8 Uhr noch relativ zur Vergasung und so lange hungere ich, ey. Paladins finde ich voll cool, ey. Da bist du Tasty mit dem Toaster, Tasty so am Zocken die ganze Zeit. Ja, nach einer Paladin habe ich auch gestern direkt Overwatch gespielt. Also ich fand die Paladin wirklich nicht so geil. Im Gegensatz zu Overwatch. Ich habe halt diese Trefferfeedback nicht so geil bei Paladin, ey. Das irgendwie verbessern. Ey, da bin ich ja auch mal gespannt drauf. Selbst wenn es nur so 3-4 Stunden ein kleiner Porno wäre mit ein paar Effekten und Co. Echt? Aber interessant. Habe ich ja noch gar nichts von gesehen, ey. Glaube ich sogar nicht, ey. Bin ich mir aber nicht sicher. Ja, das wäre aber kacke, Mann. Das kann ich nicht bringen. Damals war es doch das Geilste, aber was gibt Battlefront 2 mit der Koop-Kampagne? Das war so ultimativ gut. Da können die doch, da muss eigentlich. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe das auf dem PC gezockt. Doch, weil der so mega taktisch war mit den Tickets. Du musst online wirklich, zu du durftest dich einfach reinballern und dich wegschießen lassen, weil deine Tickets ins Flöten sind. Ja, die Tickets kann ich mir auch noch genau, sehr und gut, das mit, Alter. Mit den mit Koop konntest du halt wirklich taktisch so rein und alles und musstest voll aufpassen. Das war echt genial. Tatsache, Toaster, wir sind ja alone hier, ja? Ich weiß nicht, ob wir auch mal jetzt einfach einen Break machen wollen. Und dann rüber zu Battlefront wechseln oder wie?
Ja, relativ. Ich juck mir gerade nochmal am Sack, geh nochmal pinkeln und so weiter und so fort. Nein, das daddeln wir natürlich jetzt auf jeden Fall direkt, ja. Wird rein. Weil dann könnte ich ja eigentlich auch drauf scheißen und einen 11 Uhr Film daraus machen und den Tunnel warten. Nein, 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 alles gut. Also wartet auf mich. Nee, nee. Wie Stylo ja der Wind, Alter, übers Eis abfegen ist, sein macht's den. Auf den Superhelden komme ich gar nicht klar, ich bin auch mega schlecht, glaube ich, Tatsache. Das ist nochmal ein richtig asozialer Abschluss für dieses Ding. Und da kommt mir gerade so eine beschissene Dingens entgegengerollt. Hä, was ist denn das? Ist der raus aus dem Spiel gegangen? Ey, hier kommt auf einmal so eine Mandarine um die Ecke und dann weg. Olli ist schon raus. Ja, ja, auf jeden, ne? Ich glaube, ich gehe jetzt zurück zum Hinterhof jetzt einmal hier, drauf geschissen. Schau jetzt nochmal in die Sticker-Alben rein. Tschüss. Manchmal was zu essen. Ja, Sie sind live in der Party, bitte äußern Sie sich. Bitte was? Genau das. Was? Was ist denn da jetzt los, Alter? Ist das Tasty oder was am Handy? Ja. Interessant. Ich rede mit dir, sonst wäre ich nicht dran gegangen. Ja, weil ich würde jetzt in 5 Minuten wieder auf dem Weg warten. Komische Kuh, die den Schlüssel hatte, wollte mir den nicht geben, weil die von nichts weiß. Und ich stehe jetzt hier. Quasi vier anderen und wir kommen eh nicht. Mails checken, interessant. Wir würden uns freuen, wenn wir dann auch die Zeit hätten. Das essen und dann passt dieser Umfrage teilen, das wäre wirklich cool. Ja, ich nehme mein Bierchen eben aus 3000 Euro und dann bin ich auf dem Rückweg. Wie wahrscheinlich ist es, dass du Plants vs. Zombies einem Freund oder Verwandten empfehlst? Sehr wahrscheinlich. Warum hast du Plants vs. Zombies Tour so bewertet? Die Grafik hat meine Erwartungen übertroffen. Das Spiel macht Spaß. Das Spiel ermöglicht mühelosen Einsteigen und Loslegen. Mag die neuen Charakterklassen. Ist ja Hammer, was sie hier für umfangreiche Umfragen auf einmal an den Start bringen kann. Mag die neuen Aufträge, die Hinterhofkampf Platz führt. Ich mag die Ergänzung und den Einzelspielermodus. Das ist einfach alles geil hier, Mann. Deswegen würde ich das Spiel empfehlen. Dementsprechend sende ich das. War das jetzt eine Frage oder was? Ihr hättet mir ruhig sogar ein paar mehr stellen dürfen. Habt ihr verkackt. War gut. Auftragstafel. Da können wir errichte 15 Zombots und so. Ja, erledige 50 Pflanzen mit einem beliebigen All-Star-Klasse. Aber das kann man auch nicht kopieren, ne? Dann soll das verkackt, ne? Superbohnenbonus. Das ist ja Superbohnenboss. Hier scheinen ja richtige Monster am Start zu sein. Ja. Später, wie auch immer. Wo kann ich denn Karten einkaufen? Gibt's ja eigentlich nicht sowas mehr wie ein Hauptmenü. Schau mal hier. Hier gibt's Kartenautomat. Ah, aus dem Automaten können wir die ziehen, gell? Der Stickerladen wird neu bestückt, du. Dip 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 little dip 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 dip. Okay, 150, hier haben wir Unendlichkeitspack. Dieses Pack enthält drei Gegenstände aus der Unendlichkeitszeit, inklusive fabelhafter oder unendlicher Anpassungsgegenstände sowie Chance auf einen Partycharakter-Sticker. Was für ein Schwachsinn, ey.
Cosmo Brains Heldendingens. Ach, da kannst du dich genau auf die beiden Typen auch irgendwie festlegen, mhm. Alter. Spielcharakter-Pack 75.000, echt? Ja, Spaßpaket für Meist, der sieht aber auch geil aus. Spaßpaket. Spaßpack für Mai ist mindestens ein super seltenen Gegenstand. Ich meine, aber ist auch ein Spielcharakter. Ja, ja, absolut. Ey, da muss man sich wohl ein phänomenales Spielcharakter-Pack kaufen, ne? Ja. Hab ich auch vorher geholt. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit ein seltener Spielcharakter-Teil. Ich hol mir so ein 20.000er-Ding aber auch, glaube ich, ey. Jo. Einmal den und dann müsste das doch eigentlich dafür auch noch reichen. Tatsache, mal gucken, was ich kriege. Eine neue Rose, Alter. Das ist ja mal interessant. Habe ich mal einen Grund, beim nächsten Mal mit der auch eine Runde loszufliegen. So, ich nur noch den 20er. Was treibst du da eigentlich in meinem Background, ey? Unmöglich, du. Echt, ich habe nicht einen Spielcharakter-Dingens gekriegt, Alter. Ey, das ist ja voll asozial. Jo, leider, leider. Okay, verkackt, ja. Machen wir mal an dieser Stelle einen kleinen Break, was Pflanzen gegen Zombies angeht. Und vielleicht landen wir dann jetzt mal in 10, 15 Minuten bei Battlefront, So, dementsprechend, goodbye, Juni.